Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und ja, es geht weiter mit unserer guten Steffi. Sie ist halt sehr schwach auf den Beinen ja, hat jetzt erstmal 2 Tage Pause gemacht in ihr Bettchen und sich ordentlich erholt, um heute ein wenig zu looten. Es gab nämlich eine kleine Admin-Überraschung. Ich bin aber gespannt, inwiefern die funktionstüchtig ist. Gut. Ansonsten, Top-Kommentare des Tages gab es ja früher immer regelmäßig. Habe ich heute wieder einführen wollen und sehe, das erste Top-Kommentar des Tages ist von Skyhammer85. Er schrieb, nee, keine Top-Kommentare mehr. Wirklich, das war absoluter Zufall. Warum bleibst du eigentlich in der Nähe von Timitown? Die PvE-Fläche ist doch jetzt so riesig und da gibt es noch so schöne Plätze zum Bauen oder Claim. Du kannst dir doch diese Waldhütten über den Admin-Helper anzeigen lassen. Richtung Südosten gibt es noch ein paar und alleine, weil du mit Olga auch schon bei der Location bist, wäre es doch schön, wenn Steffi mal woanders wohnen würde. Meiner Meinung nach. Ist in Ordnung. Jeder darf seine Meinung haben. Übrigens musst du nicht mehr lustig ist, nur Garn finden, um Nähzeug zu craften. Es geht jetzt auch mit Angelschnur. Das ist ein guter Tipp. Den habe ich im letzten Stream schon bekommen. Da muss man erstmal drauf kommen. Ich habe mich immer geärgert, warum man mit dieser blöden Angelschnur kein Nähzeug machen konnte. Aber das geht jetzt. Das müssen wir unbedingt mal austesten. Auf jeden Fall gibt es ja Top-Kommentare des Tages. Und ja, das war ein richtiger Zufall einfach. Ne? War ja auch in die 3. Folge erst, ne, von der Staffel. Das 2. Top-Kommentar ist von Daniel D. Er schreibt, anstatt dass du dir erstmal eine Kiste baust in der Hütte, um nicht alles mitzuschleppen, musst du auch hart lachen, als du sagtest, jetzt musst du schon wieder eine Axt bauen. Sie lag aber nur ein paar Sekunden vorher an der Fahne. Timmy, du warst ja gar nicht bei der Sache. Okay, ich war wirklich nicht ganz so bei der Sache. Glaube ich, als ich die Hütte gebaut habe, hat mich das ganze Bauen so ein bisschen überfordert. Ansonsten kann ich euch leider keine weiteren neuen Scum-News geben. Die Entwickler sind wahrscheinlich gerade wieder am Patchen und am Entwickeln und am Machen. Schicke neue Unterhöschen, Schuhe und so. Mal gucken, was uns als nächstes so erwartet. So, unsere Steffi steht hier schon bereit. Ich gehe direkt auf Fortsetzen mit ihr. Und wie gesagt, ich habe eine kleine Admin-Überraschung bekommen in Prechno. Da muss ich gleich nochmal gucken, wo die Stadt ist. In einer Garage wurde mir was gestellt, weil ich so spät nach dem Vibe kam. Einfach damit die Steffi etwas mobiler wird. Aber ich glaube nicht ganz funktionstüchtig. Ich bin neugierig, was mir da in der Garage gestellt wurde. Gut, ansonsten habe ich jetzt gerade schon mal geguckt. Steffi geht's wieder gut. Hat wie auch immer von Mona Lisa hier eine Kiste reingestellt bekommen. Mit Kram. Einiges sogar. Ihr braucht ja keine Geschenke machen, Steffi, ne? Gottes Willen. Macht ja keine Geschenke, die muss das alles selber schaffen. Wie gesagt, wir zum Beispiel noch die Kiste fertigstellen und dafür noch ein paar Holzbretter und Nägel machen. Ja, sowas zum Beispiel. Das will ich gerne selber schaffen. Also ist lieb gemeint. Ich nehme auch gerne das Werkzeug, um ein paar Bretter herzustellen und fahren zu sägen. Was die Behausung von Steffi angeht, ist das ja nur eine Notlösung. Wo wir im Endeffekt wohnen werden, werden wir rausfinden. Zack. Na, also das ist ja jetzt nicht ihr echtes Haus. Ne? Also ich habe ja gesagt, ich erweitere das vielleicht in etwas größer, aber ich vermute, das wird eher nicht passieren. Ich glaube, wir werden hier nicht bleiben an dieser Stelle, weil ich doch keine Lust drauf habe, hier zu wohnen. Warte, muss das holen. Ich habe die Axt natürlich liegen lassen, da die Säge. Ich sehe sie sogar liegen und konzentriere mich ein bisschen. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, war ein sehr anstrengender Dienst. Also wer gestern das Wetter hier in NRW ein bisschen verfolgt hat, hat es wahrscheinlich mitbekommen, dass es etwas anstrengend war. Ne? Feuerwehrtechnisch hat man da natürlich viel zu tun. Ne? Rettungsdienstlich natürlich auch. So, wir heilen uns noch gerade von Verletzungen, sehe ich gerade. Ne? Bretter dann wahrscheinlich alle draußen, so wie ich mich kenne. Thank you.
ich sollte vorsichtiger sein. Du musst aber was tun. Du kannst nicht einfach da sitzen und nichts machen. So, die ganzen Bretter. Es war sonnenklar. Die landen alle draußen. In meine Riesenhütte. Das ist nur so eine kleine Notehütte. Was soll ich denn machen? So. Also sie musste sich ja mal irgendwo hinlegen. Ein Schloss hat sie ja auch noch nicht mal drin. So. Haben wir ein Nägel geschenkt bekommen? Mal gucken. Ja, ein paar Nägel sind dabei. Dann nutzen wir das doch mal ein bisschen aus. So, dann hat sie ihre eigene Kiste gebaut, wo sie ihr eigenes Zeugs auch lagern kann. Das ist wichtig. So. Acht Nägel kredenzen wir uns natürlich auch. Dann haben wir hier die Schlösser. Wie gesagt, das Ganze ist eine ganz, ganz kleine Übergangslösung. Nur hier als Hütte. Was im Endeffekt daraus wird, ich bin gespannt. Bin selber sehr gespannt. So, Bauchtaschen, Ersatz ist immer gut. Aber Nähzeug und auch das Angelkram, immer Nadel mit. Vielleicht finden wir ein bisschen Angelkram. So, mal hier noch leckeres Vitaminpillen. Werfen wir mal hier hin. Den nehmen wir nicht mit. Was habe ich denn als Waffe equipped? Ach ja, die Kruger. Die hat ja noch gar nichts, ne? Wir brauchen das alles überhaupt nicht, was wir hier in der Tasche haben. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ne? Also Verkaufskram so ein bisschen. Kochbücher, die brauchen wir später auf jeden Fall. Und das hier machen wir uns noch heile alles und bringen es dann zum Händler. So, Schloss. Schloss. Aber ich hatte doch keine 5. Ich dachte, ich habe mich verguckt. Gut, das können wir verkaufen. Das ist viel wert. Ich kenne mich ja so gut aus. Ne? brauch nicht wissen, wo wir sind. Aber das will. Bisschen Metallschrott noch. Und ich stelle einmal eine Tür. So, weiter kann es gehen. Paket ist vollgekommen. So, sortieren. Sortieren wollte ich ja gerade noch ein bisschen. Hier ein bisschen Teapack rein. Für später zum Kochen. Dann habe ich hier noch ein MAE zum Essen. Munition, wo ich die... Ich denke, die werden wir verkaufen. Eiskalt. Also einzelne Schüsse nicht, aber... Ja, da weiß ich noch nicht ganz genau. Schöne Magazine von meiner Lieblingswaffen. Oh, guck mal, man sieht auch, dass da was drin ist. Das ist schön. Ein Halfter, da brauche ich die Waffe noch nicht. Da habe ich noch kein Magazin für gefunden, aber dafür habe ich, glaube ich, sogar eins. Ne? Die war tatsächlich sogar halbwegs minimal geladen. Ja, mit 6 Schuss, das ist ja immerhin etwas. Oh Gott, ich habe so einen schlechten Start hingelegt. Ne? Wie gesagt, wo sie im Endeffekt wohnen, wird sich nur rausstellen. Baumaterialien, die habe ich sogar selber gesammelt. Handschuhe verkaufen. Patronen sind für den Revolver. Sowas kann man immer wieder mitnehmen. Das kann man verkaufen. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Das brauche ich auf keinen Fall. Ab nach oben. Munition. Munition. Magazin. Weg damit. Das Metallschwert behalten wir. Das ist meine Midi-Waffe. Die ist gut. Die Hunter lassen wir auch noch hier. Wie weit war die denn schon ausgerüstet? Ach, noch gar nicht. Okay. Pfeil und Bogen nehmen wir mit. Essen. Haben wir noch ein bisschen Mayo und Ketchup dabei. Ach du Scheiße. Knackwerkzeug. Ein paar Scummies zum Einzahlen. Ein bisschen Nähzeug hat sie tatsächlich ja sogar noch in der Tasche, sehe ich gerade. Und das Schwert packen wir uns mal so seitlich hin. Da sieht es irgendwie schöner aus. So, was ist denn jetzt? Irgendwas rot schon? Eigentlich ist alles relativ heile. Dann verpulvern wir mal unsere Nähzeugskram. Und wir müssen eigentlich mit der Zwischenzeit geheilt haben. Sehr schön. Oh ne, ich hätte mal die Schuhe reparieren sollen. Ne? Das wäre schlau gewesen. Es ist natürlich super lieb von Mona Lisa, mir hier was reinzuhauen. Wie gesagt, ich werde das doch noch nutzen, das Material. Auf jeden Fall, aber das ist einfach zu großzügig, weil dann ist der Start von Steffi halt ein bisschen zu einfach, ne? Das ist, werde ich aber noch nutzen, also verschwenden werde ich es nicht. Es wird uns ja eh noch ein Schloss, das können wir aus Mona Lisas Kiste tatsächlich noch entnehmen, denn ich habe ja hier tatsächlich doch den ganzen Kram dafür gehabt und können uns hier
ein ganz. Ich weiß nicht, wie die in die Hütte kam. Ich überlege die ganze Zeit, wie kam die denn in eine Hütte rein? Die war ja gar nicht abgeschlossen. Brauche ich mir schnell selber ein Schloss? Dann gibt es hier keine bösen Überraschungen mehr. Nein, das war natürlich eine liebe Überraschung. Boah, 12, was ist das denn für eine Qualität? So. Das ist aber auch scheißegal, wie die Qualität von dem Schloss ist. Ist wirklich total buggy, oder? So, MAE, was sagt der Hunger? Durst ist in Ordnung. Wir sind verletzt, das könnte nicht so gut sein, weil das infektiös aussah vorhin. Ja, Krankheitserreger überwiegen. Ich glaube nicht, dass Mona Lisa so lieb war und eine Antibiose mit beigepackt hat. Natürlich super gewesen. Hätte ich aber dann auch wieder schamlos ausgenutzt, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Das soll ja Let's Play-like sein. Und wenn man immer alles geschenkt bekommt, dann ist das natürlich nicht so spannend für den Zuschauer. Deswegen muss man immer gucken, ne? Was man da so treibt. Wie gesagt, ich werde die Sachen aber trotzdem benutzen. Früher oder später. Gut, Handwerk. Wir haben doch hier die Säge liegen. Den Bogen. Das Schwert kann ich auf 2 packen. Und sind jetzt dementsprechend ausgerüstet, um unsere Überraschung abzuholen aus Brecno. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. So, ich musste mich nur leider einmal schlau machen, welche Stadt da auch wirklich gemeint war. Tatsächlich ist die Stadt nicht im Safe-Bereich. Wir müssen bis hier hinkommen und da eine Garage mit einem Zahlenschloss finden. Das heißt, wir müssen uns dahin durchkämpfen. Ich habe gehofft, das war die Stadt, weil die haben einen ziemlich ähnlichen Namen. Da hätten wir nämlich direkt zum Händler rennen können und ein paar Talers verdienen. Aber jetzt muss ich erstmal in der Richtung. Bin ja nicht mobil, gar nicht. Und ja, ich spare euch natürlich den ganzen Weg. Gottes Willen, ihr müsst jetzt nicht ertragen. Ich gucke gerade mal nur eine Sache, die ich eigentlich weiß, dass sie nicht geht, weil man sie nicht behandeln kann. Ne? Das ist nicht gut, diese ganze Infektkacke. Deswegen muss ich meine Apotheke schauen. Habe ich denn meine Tür zugemacht? Mein riesen Gebäude. Ja. Auf jeden Fall ist sie mal erholt. Sie verliert dennoch immer noch schnell Ausdauer, weil sie noch lange und oft und viel trainieren muss. Ich hoffe, die patchen ein Laufband rein, dass man offline gehen kann und sie dann die ganze Zeit auf das Laufband dann trainiert. Das wäre ziemlich cool. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Apotheke und schauen mal nach. Also ich habe eine Pistole mit 6 Schuss. Das ist relativ wenig. Guck mal, hier haben wir schon mal einen Punkt mehr tatsächlich. 1.1. Na, wenn es grün ist, trainiert sie das doch, oder? Das wäre jetzt zum Beispiel, ja ne Quatsch, das wäre ja nicht Gewehre, Bogen schießen. Können hier laufen. Man sieht ja, es kommt immer ein Ruhmpunkt dazu. Dauert noch 100 Jahre, bis die nächsten Verbesserungen kommen. Also das wird echt noch dauern. Immer nur ein Ruhmpunkt. Alle 1000 Jahre gefühlt. Gut, wenn man rennt, geht es bestimmt ein bisschen sehr viel schneller. Ja, aber kannst du nicht immer nur rennen lassen, die arme Tante. Und die Tasche nicht so voll stopfen. Ziege. Ziege. Mann, ich werde erfolgreich eine Ziege jagen. Auch Antibiotikum, das ist viel wichtiger. Das Geräusch aus der Richtung. Vettel. Sag mal trotzdem nicht, in welche Richtung das geht. Ich finde nur Köttel wie so ein Jagdspiel. In Süden. Steht ja da unten. Animal went south. Jetzt müsste es. Nicht so wild rennen. Ah.
Also bei Spekowina oder besser gesagt Timitauen ist immer was los an Viechern. Das ist mir. Bin aber richtig. Sich aber so nach der Richtung an. Sieht so nach Süden an. Muss auf das Spiel hören beim Jagen. Keine Zeit zum Jagen eigentlich. Muss man jetzt zur alten Spur zurück? Der Ausdauer ist aber besser jetzt. Naja. Jagen lassen wir mal sein. Jagen machen wir mal später richtig. Aber jetzt habe ich gesehen, wie es funktioniert. Ach, das die triggert mich aber auch, ne? Triggert mich aber auch die olle Ziege. Manometer. Und Garage natürlich zu. Natürlich ist die Apotheke auch schon 30-fach durchsucht worden heute schon. Nach jedem Restart. Kein Glück haben, was eine Antibiose betrifft. So, das liegt also schon rum. Lumpen zu teilen. Ach, Quatsch. Auch egal. Hautschlappen. So, die Apotheke. Die wunderbare Apotheke. Ja, Timmytown wird halt nach jedem Neustart des Servers auf der Stelle heftig durchsucht. Da ist sogar keine Schnitte. Man sieht zwar, was da so rumliegt. Was craften, vielleicht gibt es ein Pünktchen. Die Ziege, sie triggert mich. Oh, das scheint auch wirklich ganz frisch gelootet worden zu sein, hier alles. Naja, ich habe ja ein Ziel. Problem ist, glaube ich, aber dennoch die Infektion. Die wird mir Ärger machen. Die wird mir richtig Ärger machen. 20%? 20,1, ja, die geht auf jeden Fall aufwärts. Da kann ich jetzt auch Ziege essen, wie ich will. Ich werde keine. Ui, Schuss. Manchmal haben die ja so Sachen dabei. Die Zombies haben meines Erachtens nach besseren Loot. Ist meine Facecam zu groß? Mal als Frage. So groß vor. Naja, so eine Antibiose jetzt finden. Gut, das war Timmytown. Ich habe jetzt nicht die Hoffnung, woanders tatsächlich Antibiose zu bekommen. Naja, man weiß ja eigentlich nie, wo man sie finden soll. Das ist einfach ein Glücksloot. Auf jeden Fall mal noch Türen zu, aber Loot ist halt schlecht, ne? Steht eine Flasche Bier. Die ist nicht antibiotisch. Honig wäre noch was. Guck mal hier, mehr Salz und eine Milch. Eine gute Milch. Ein Stückchen Milch trinken. So. Steht noch ein Bier und nur Wasser nehmen wir mal mit. Da fällt nichts ein, mit was ich mich heilen könnte tatsächlich. Was ist es? Tut mir leid. Die Tür steht auf. Computer braucht Kühle. Ich bin gerade beim Experimentieren mit den Temperaturen und Aufnahmen und heute Abend mit Stream. Und ja, jetzt mache ich mir erstmal auf den Weg, würde ich sagen, ne?
Trinken haben wir mit einem Glas Milch. Haben einen etwas längeren Weg vor der Nase. Weiß nicht, ob ich mutig sein soll. Und ein bisschen was am Airfield schon mal looten. Wäre gar nicht so dumm, glaube ich. Dann sehen wir uns gleich da an der Stelle. Alles klar. Also Steffi holt sich gerade von ihrem Rumgerenne. Sie muss überall hinlaufen, damit sie trainiert wird. Und ich werde erstmal zur Schießbahn gehen. Und anstatt über den Airfield, was jetzt viel zu gefährlich wäre, weil ich ja mein, ja, ich habe ja hier noch was zu suchen. Also meine Admin-Überraschung. Falscher Knopf. Und werde erstmal Richtung Schießbahn gehen. Ist auch schon risikohaft genug. Immerhin haben wir 6 Schuss. Problem ist, wir haben eine infizierte Wunde. Also alle infiziert und ja, das ist absolut nicht gut. Ne? Sie erholt sich dann jetzt auch nicht mehr davon, solange wir... Irgendwie ist die Zahl grün und geht im Minus. Ich weiß nicht, wenn wir warten. Ob sie sich dann doch noch erholt, aber das ist immer so ein Plus und Minus hier. 4, 2, 9. Das ist hier auch so eine, ich schätze mal, so eine Art, ja, eigenes Immunsystem. Das hat ja der Mensch, ne? Ist ja klar. Aber wenn die Erreger zu heftig sind wie hier. Ach ne, die beiden sind einfach zu stark. Wir müssen unbedingt Antibiotikum finden. Deswegen muss ich einmal ganz kurz überm Dings rennen. Über der Schießbahn. Und dann geht ab zum Auto. Also das, die Admin-Überraschung. Soll angeblich ein Auto sein. Aber es nicht, soll wahrscheinlich nicht funktionsfähig sein. Ich bin gespannt, was er mir da reingestellt hat. Aber ihr seht, die machen mir das auch nicht einfach. Aber das finde ich schon ein nettes Geschenk, weil bis wir eins erspart hätten uns, hätten wir 2000 Let's Plays gemacht, wo ich einfach nur rumrenne und rumrenne und rumrenne. Das wäre extrem langweilig geworden. Und darum geht's ja. Es geht ja tatsächlich darum, dass wir hier auch ein bisschen mobiler sein können. Und schneller von A nach B kommen. Vor allen Dingen die Händlerbesuche. Und da denke ich, dass ihr da auch Verständnis für habt, dass da der Admin mal was hingestellt hat. Aber es wird kein voll equippter WW sein. Gehe ich mal ganz schwer von aus. So, hier ist die Schießbahn. Das ist die Straße. Oh, shit. Nicht gut. Noch mehr infizierte Wunden. Moment mal, gebrauchen. Ich habe ja noch die, ich habe noch die 4. Das war nur noch 4 Schuss. Pieseln uns ganz schnell hier. Aber ganz, ganz schnell. Hätte ich nämlich nicht überlebt. Hol dich einmal ganz kurz. Oh, guckt euch das mal an. Das ist die alten Verletzungen, die sich noch mehr infiziert haben? Oh, Scheiße. Nix gut, gar nichts gut. Also die heilen natürlich wieder, aber die gehen dann wieder in eine Infektion rein. Eine mehr, naja, was soll's, ne? Eine mehr oder eine weniger. Sieht sowieso nicht so gut für uns momentan aus, ne? Muss einmal Richtung Süden. Kann jetzt nicht cutten, das ist einfach schon da. Und wenn man wenig Ausdauer hat, dann bringt dir die beste Waffe nichts, ne? Weil du langsamer schlägst. Und schwächer bist. Es wurde mir auch empfohlen, einen neuen Steffi-Charakter zu machen. Weil ich jetzt vom Skill her... Ach, das ist wieder eine Admin-Basis geworden, ne? Kann ich nicht wieder viel reißen. Da ich vom Skill her zu wenig Ausdauer gegeben habe. Nein, ich muss damit jetzt leben und muss sie trainieren. So ist das einfach. Das ist Schicksal. Bin ich selber schuld. Also als Admin-Basis... Keine Ahnung, das ist... Oh, fuck.
brauche ich aber Ausdauer. Viel Platz. Ich betreff. Aber wenn du Glück hast, hat die eine Antibiose oder eine Antibiotikumstablette in der Tasche. Das wäre schon ausreichen. Und an Dietrich nehme ich auch. Darf man leider nicht stacken. Im Auge kann man es essen. Vielleicht ist das ja auch antibiotisch. Also relativ viele Zombies auf dem Server, ne? Liegt hier irgendwas Komisches? Eine Mango oder sowas? Ach, Zigaretten werden mir jetzt wahrscheinlich nicht helfen. Aber so ein würziger Fleischsnack und eine Mango, eine Grapefruit. Was, da sind ja auch eigentlich Vitamine drin, ne? Aber Vitamine helfen ja auch nicht bei der Infektion. Das ist von irgendeinem Sniper-Event. Admin Base, okay. War der andere Zombie, ich hab ihn gehört. Die Zelte aber auf jeden Fall haben, weil die sind in der Base gefangen. Vielleicht ein kleiner Vorteil. Also findet auf so einer Türme eine Banane? Ja, ey, vielleicht hilft ja irgendwas, ich weiß es nicht. Und Laternen sind so eher unpraktisch, ne, hier. Guck mal. Infektion. Zwei Infektionen? Das wird für mich echt in den Arsch treten. Wo knurrt er rum da unten? Und. Kann ich noch eine Verletzung gebrauchen? Die Zelte. Die Zelte sind jetzt noch interessant. Ach, leider nur ein paar Handschuhe. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Pilz oder so. Das nehme ich auf jeden Fall mit, das Ding. Was? Noch einmal? Danke. Danke für Sonnenbrillen. Wir tragen nie Sonnenbrillen. Bier. Ich weiß nicht, ob das wird wahrscheinlich sehr viel Alkohol enthalten, ja. Aber auch Wasser. Energie. Aber das verstehe ich nicht, warum sowas im Zelt liegt. Ein unnützer Müll. Oh, hier wieder Bier drin? Was ist los? Fernglas, alles Verkaufsgut. Mehr ist es auch nicht, ne? Also was. Wozu brauche ich jetzt ein Fernglas? Okay, hier ist alles wieder veratmet. Ja, kann ich nichts mit reißen. Das darf ich aber öffnen. Sniper Base. Ist hier vielleicht dann so weit offen, dass man doch noch hinkommt? Komplett zugebaut, ne? Irgendwie ist da auch ein armer Zombie drin eingesperrt. Füllen? Was soll ich füllen? Ja, auch gut. Ich fühle mich gefüllt. Ein Dr. Zombie drin. Ja, diese guten alten Gummibänder. Es gibt Sachen, die findet man jetzt so häufig. Dieses Gummiband zum Beispiel. In der Backofen wäre was zum Kochen. In der Kühlschrank ist das zum Aufbewahren. Auch nicht mehr lootbar. Und wir machen uns dann auf der Reise. Ne? Da steht auf jeden Fall ein WW rum. Aber das ist ja eine Safe Zone, also safe. Dann haben wir noch einen Hochsitz, der glaube ich nicht von Spielern gebaut wurde. Hat mich jemand zu mir gesehen. Und nehmen wir Handschuhe finden. Haben wir gar keine an, doch. Wo ist der Zombie? Liegt unter mir, verdammte Axt. Keine Zeit jetzt für so einen Spaß.
Ey, das habe ich mitbekommen. Habt ihr gesehen? Immer cool. Dann sperrt wieder deine Tasche weg hier. Haben wir nur, ist ja nur ein Katzensprung. Bis zur Stadt hier. Also für euch, weil ich jetzt wieder Pause drücke und ihr erst dann seht, wenn wieder was passiert. Scheiße, wir werden zu mir an der Backe. Aber noch genug Ausdauer, um den Kampf zu wagen und auf seinen Tascheninhalt zu hoffen. So viel Ausdauer ist das gar nicht. Ach, reicht aber aus. Oh, da rennt man durch den Wald und auf einmal hört man dieses Tapsen, ey. Man verliert doch Antibiotikum. Bitte. Ich bin doch nicht weit gekommen. Also, ist doch eine ganz schöne Strecke. Da kann man natürlich Glück haben, was finden. Aber ich habe hier so viele Zombies vor der Nase. Und eigentlich so wenig Möglichkeit, mich zu verteidigen. Boah. Eine ging mal ganz schön vorbei. Das ist schon ein bisschen Hardcore-Survival. Macht aber auch Hardcore-Spaß. Nimm mal die Fäuste runter und spazier weiter. Was jetzt hinter der Kuppe auf uns wartet. Wie gesagt, das Airfield wäre natürlich super interessant. Warte, jetzt vermisst das immer mal links liegen. Da werden wir in der Stadt noch genug Spaß mit haben, glaube ich. Und ja, das sieht erstmal ruhig aus. Dann sehen wir uns da gleich wieder. Und der nächste Zombie. Ein Dickerchen. Den renne ich davon. Problem ist, wenn aber ein anderer Zombie nochmal kommt, renne ich den nicht mehr davon. Da ist mir nämlich noch ein anderer. Scheiße. Ausdauer. Okay, wartet. Muss weg. Der jagt immer noch. Schwitzen ist auch noch warm. Dann vertrage ich ein paar Pfeile. Boah, bis sich dahin zu kämpfen ist schon hart, ey. Wo liegt da? Ach man, drück doch mal einen richtigen Knopf. Zwei da. Ich hoffe ja nur auf irgendein paar Tabletten. Wir haben drei Infektionen aktuell. Klebstoff. Wird nicht viel helfen. Dann haben wir irgendwo da hinten erschossen, da. Und Serverneustart. So, Server ist ja neu gestartet. Sind fast gestorben noch kurz vorher. Das wäre natürlich sehr ärgerlich gewesen. Und ja, wir sind schon nicht mehr ganz so weit entfernt. Ich werde einfach mal Vollspeed geben, denn auch ein Neustart ändert nichts an meinem Gesundheitszustand. Drei fette Infektionen, C1 noch. Noch C1. Aber das bedeutet, wir heilen nicht vernünftig. Und ich muss sie echt die Sporen geben, der jungen Dame. Erstmal ist das wieder Training für ihr, ja. Laufe ich falsch rum, weil sieht aus wie die Schießbahn da. Was haben wir rechts von uns? Östlich laufen. Okay, ja, laufe wieder falsch. Mich wieder verdreht. Ah, durch den Wald laufe ich nicht gerne wegen den Zombies, ne? Aber wie gesagt, wenn was passiert, ihr werdet es mitbekommen. Ja. Eine Sekunde später, meine Schuhe sind kaputt. Ich brauche neue. Männer-T-Shirt zerlegen. Uns ist eh zu warm. Alles gut. Also es läuft echt nicht so supi für ihr, ey. Boah. Aber ich bin nicht irgendwie so, dass ich hier sage, Scheißspiel, Mischspiel ist zu schwer. Habe ich da irgendwo was nicht offen? Ja, Gegenstände. Mein Menü so klein wirkt. Da sind sie. Oh, muss ich leider machen. Bleibt mir nichts übrig. Sonst hat sie auch Füße noch dazu. Das fehlt uns jetzt auch noch.
So. Dann hat sie jetzt neue Schüchen an, die nicht wirklich lange halten. Gut, weiter geht's durch den Wald. Ich lasse das mal nicht rennen. Wie Teufel, damit ich auch so habe, falls ein Zombie kommt. Achte so ein bisschen auf ihr. Und wir sehen uns gleich bei der Stadt. Okay. Sind wieder Zombies ganz viele in der Nähe? Mann. Ich hab mal 9 geschrieben im Chat. Von der Huhu. Ja, so einen kleinen kriegen wir doch weg. Da muss ich doch nicht so eine Angst haben die ganze Zeit. Der wiegt ja nicht mal was. Ein Pfeilchen. Und stellt euch vor, der hätte Antibiotikum in der Tasche. Hat immer einen blöden Leica-Reifen. Da ist Mona Lisa, sie schreibt mit Moin. Und danke für deine Kiste auf jeden Fall. Wie gesagt, sie wird nicht ungenutzt bleiben. Aber erstmal muss ich survivalen. So. Auf jeden Fall geht die Reise weiter östlich. Da kommt noch so ein kleines Gehöft und dann kommt die große Stadt. Die ist nicht eine Safe Zone. Das ist, liegt wahrscheinlich daran, dass ich sonst nicht das Zahlenschloss knacken kann. Weil ich habe natürlich auch einen Code bekommen. Für das Schloss. Das verrate ich jetzt aber nicht, falls ich die Folge gar nicht erst überlebe. Ich will sie gar nicht rennen lassen. Ich fühle mich hier verfolgt. Ich fühle mich hier im Wald verfolgt. Okay, ich mache noch ein paar Pause so lange. Na, das ist ja schon mal gute Aussichten. Rote Dächer. Und das ist keine Ortschaft, eine Tankstelle. Wie ich gerade meinte. Dass ich immer vergesse, wo alle Sachen sind, ne? Wo natürlich auch wieder rumgehopst und geturnt wird von Zombies ohne Ende. Müssen wir mal gucken. Was wir denn da für Lümmel zusammen, damit wir da vielleicht nochmal vorher durchsuchen können. Wir müssen auch alle Lümmels erwischen. Das wird nix. Zeit. Ich muss die umgehen. Ich brauche auch wieder neue Pfeile. Oh. Kommt auch noch was im Wald. Oh Gott. Was ist mit diesem Spiel passiert? Ist ja wieder voller Survival. Weiß nicht, ob da ein Sprengzombie bei ist. Das sieht aber verdammt danach aus da hinten. Und ich glaube, ich höre auch ein Lachen. Also würde ich zur Tankstelle rennen, durchs Fenster hüpfen und die Zombies einfach von innen wegpusten. Und dann kann ich die Tankstelle genüsslich durchsuchen. Wäre mal ein kleiner Anfang. Bevor wir in der Stadt ankommen und dann noch die Garage suchen müssen. So, Pfeile. Meist das Menü groß geworden. So. Sie werden so schnell erwachsen, die Menüs. Man kann auch nicht sehen, ob hinter der Garage, hinter der Dings Zombies sind. Aber die Pfeile sind erstmal echt Bombe. Ist echt einfach mal eine töfte Waffe, muss man sagen. Für den Anfang. Aber halt gefährlich, ne? So. Jetzt kann er in der Arme laufen. Eigentlich ein Sprengi. Den kriege ich nicht mehr weg. Meine Pistole müsste leer sein. Ich höre auch kein Lachen. Kann man da überhaupt durchs Fenster klettern? Wir haben fast 100 Ausdauer.
Ja. Ich auch kein Sprengi. Ein leckeres Ei. Aber das Ei bringt mir auch nichts, weil ich schwer infektiös bin. Eine Racketmütze, die bringt Geld. Eine Knoblauchzehe, okay. Vielleicht hilft die ja. Na du? Nur nicht durch die Tür bangen, sonst bin ich traurig. Oh. Auch nichts für die Ausdauer dabei. Ach, hier kann man nicht mehr durchsuchen. Wo sind denn alle hin? Mich doch gehört haben. Ah, das ist unser Dürrer. Und der nächste bitte. Der da hinten, der hat nichts mitbekommen. Ah, bitte auch nie. Oh, noch einer. Mann, wie viele sind denn hier? Auch ein kleiner Dürrer. Also wenn wir Bogen schießen, die Skillen gerade, dann weiß ich auch nicht. Ich kippen meinen Pfeil. Drei Stück nur. Naja, alles kriegst du. Kugelschreiber und so Mist. Gut, auf geht's zur Ortschaft. Die ist außerhalb des Safe Zone, Leute. Also könnte Steffis erst mal tot werden. Aber wir haben gerade nicht mehr viel zu verlieren. Nicht mit dieser Infektionsrate. Kann man eigentlich nur hoffen, dass man da in den Gebäuden was findet. Oder wir ein funktionstüchtiges Auto haben und in die Safe Zone reinpfeffern können und ganz schnell hier zur Apotheke sozusagen uns welche kaufen. Was natürlich schade wäre, weil der Kontostand dann wieder bei Null ist. Weil so viel zu verkaufen habe ich jetzt gerade auch nicht. Dass wirklich was wert wäre. Na, kurze Liegepause noch. Da kannst du immer so schön in der Fenster hüpfen, weißt du, da. Kannst dich gut gegen die Zombies verteidigen. Ich krieg sogar noch HP dazu. Also ultra langsam. Aber vier Infektionen sind vier zu viele. Und da sind 1000 Häuser. Du hast die Zone verlassen. Bäm, tot. Würde mich nicht wundern. So, aber ich will nur leben. Ich darf jetzt hier nicht schwächeln. Das ist einer der... Boah, die Infektion macht schon ein Bildstörung, also eine Störung von meinem Blickfeld. Wenn ihr das seht. Mal nicht die richtige Garage. Na, will ich eine Leica-Tür. Egal. Keine Zeit. Bolzen und so ein Mist. Bestimmt bei Polizei oder so. Aber uns geht's nicht gut. Bestimmt schon Fieber oder so. Auch einfach nur öffnen. Aber Zeug nehmen wir mal mit. Passt ja eigentlich rein. Was für Sprit brauchen? Haben wir eine Einheit? Oh, 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 oh. Ich werde keinen brutalen Tod sterben, glaube ich. Aber ich werde einfach nur umfallen. Ja,
Aber jetzt denkt ihr bestimmt auch, das gibt es bestimmt auch eine Apotheke. Ja, die gibt es hier. Aber findet man das richtige Medikament dann auch? Aber hier sind wir wieder in so einer Zone, wo nicht so oft gelootet wird. Noch öffnen. Vielleicht brauche ich einen Wagen hier, aber ich weiß es nicht. Letztes Mal, jetzt brauchst du ein Radio. Okay, Polizei, ganz viele Garagen. Ein Friedhof ist auch schon da um die Ecke. Nichts. Bleiplatten. Unlock Dialog. Mal gucken, was meins ist. Mein Geburtsdatum hat er gesagt. Sieht man nochmal daran. Ach so. Ja, dann ist das meine Garage gewesen. Cool. Und wir haben eine Leica bekommen. Okay. Scheint gut getaktet zu sein. Wir haben auf jeden Fall einen Motor. Guck mal, jetzt, ne, Angelhaken. Schade. Haben auf jeden Fall einen Motor. Das Ding selber. Abchecken. Ist komplett ready. Hat er mir die Motorhaube nur abgebaut. Jetzt sterben wir blöd, ne? Aber ich bin jetzt neugierig. Irgendwas von dem Schloss gesagt. Aber im Auto. Das Scheiß, den man verkaufen kann, erstmal. Das ist ein Vieh, wie da hier beim Rumbrüllen ist. Im Auto ist ein Schloss, glaube ich. Hier. Ja. Perfekt. Sehr schön. So. Wisst ihr was? Wir machen jetzt ganz, ganz. Oh, stech nicht ein. Doch kein Scheiß jetzt hier. Ah, gut, sie steigt ein. Bin doch der WW-Typ. Wieso habe ich eine Leica? Oh nein. Na Krach. Ich hoffe, die Blutigung kann ich mir leisten. Weiß nicht, wo ich lang fahren soll. Erstmal Richtung Westen. Und dann. Oh! Dann geht's ganz mutig in die Safe Zone zurück. Straße nach oben in den Bergen folgen zum Trader und dann Geld ausgeben für Antibiotikum. Geht nicht anders. Ich wüsste nicht, ob es einen Pilz gibt zum Beispiel, der uns retten könnte, aber den zu finden wäre genauso anstrengend. Wo lang muss ich jetzt fahren? Aber voll mit Sprit. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Ein Träumchen. Ah, oh, mobil sein ist so schön. Nur nicht im Wasser fahren, dann ist alles gut. Jetzt müssen wir nur noch leben, bis zum Trailer kommen. Das ist gar nicht so unweit. Und wir haben jetzt ja auch nicht wirklich tolle Sachen zu verkaufen, ne? Und die 5200 reichen hoffentlich aus für einen kleinen Blister. Habt nämlich schon unscharfes Sehen.
sehr ungesund. Aber das ist die richtige Route. Hier so eine kleine Gebetsstelle. Ja. Da kann man ja nach Antibiotikum beten. Weil irgendwas liegt auf jeden Fall. Na, hörst du auf mit den Geräuschen. Sind nur eine Sonnenbrille, naja. Eine Sache zu verkaufen. Mehr hat uns der liebe Gott nicht geschenkt. Gut. Auf geht's zum Händler. Ich hab scheiße Angst. Das ist so ein Zickzack jetzt hier. Das dauert 100 Jahre, bis ich da bin. Den cutte ich das so lange. Also da wird nicht viel passieren. Ist das Safe Zone. So, ich bin weit, weit fortgeschritten. Mit meinen Infektionen. Und mit meinem Weg. Ich fahre falsch. Kann ich über Berge fahren? Scheiße. Aber ich habe doch keine Zeit. Guck euch das doch an. Na gut, ihr bleibt bei C1 stehen erstmal, aber das dauert halt nicht lange, ne? Wo kommen wir denn da raus? Da kommt eine kleine Siedlung. Ich denke nicht, dass ich hier Antibiose finde. Den Feldweg links folgen gleich. Hier muss er ja kommen. Ja. Das ist natürlich übergeil, wenn man was gefunden hätte, so zwischenzeitlich, und dafür nicht sein hart verdientes Geld ausgeben müsste, seine schönen Scummies. Fühlt sich der Weg so doof an. Aber ich will auch nicht gleich mit meinem ersten Auto im Wasser fliegen. Und irgendwelche Loopings machen. Mache ich aber gleich. Ah, da ist er, der Händler. Das schaffst du schon. Olga und eine Leica. Das ist ja mal was. Boah, was krank. Es muss schlimm sein, die Infektion. Körperlich. Ja, das war ein geplanter Stunt. Na, meines Lieblingsbunkers sogar. Da ist die Hütte. Auch ein sehr beliebter Bunker für andere Spieler. Weil man da so gut reinkommt. Hier parkt schon einer mit seiner Leica. Rein, raus, rein, raus, rein, raus. Sich den Loot schön holen und verkaufen. Oh, fahr mal. Straße lang. Wo kommt denn diese Scheißbrücke endlich da hinten? So. Vorsichtig. Ich hoffe, der ist jetzt so teuer, dass ich mir das nicht leisten kann. Dann bin ich nämlich so gut wie tot. Dann kann ich nur zusehen, dass ich irgendwie nach Hause komme und sterbend in meinem Bett liege. Oh, mein Haus ist in der Session geschafft. So Militärkram habe ich doch gar nicht, ne? Oder Motorhaube hätte mir spendieren können, ne? Aber das finden wir bestimmt irgendwo. Sonst ist der Wagen ja komplett mit Türen und Sitzen. Ich habe gar keine Probleme. Ich dachte, der wäre kaputter. Oder leerer. Okay, guter Mann. Wir müssen handeln. Du kaufst mir die Sonnenbrillen nicht ab. Die für 100, okay. Die Munition. Pfeile willst du nicht haben. Die behalte ich, das behalte ich. Ach, lächerliche Summen. Im Rücken hatte ich nur einen Bogen und ein doofes Metallschwert. Oh oh, ich habe noch ein ganz anderes Problem. Ich darf nicht handeln.
darf ja gar nicht handeln. Erst ab eine gewisse Anzahl an Ruhmpunkten. Medizinisch. Eine Tablette gibt es zu kaufen. Eine Tausender. Oh, bitte den. Oh, ja, das ist ja richtig genial. Das ist ja mal richtig genial. Immunsystem steigt rasant an. Und ich hoffe, das reicht. Das eine Tablettchen. Das ist ja geil. Und man braucht auch nicht besonders viele Ruhmpunkte wahrscheinlich. Das hat das Spiel mit Absicht so gemacht. Ist die Matte, wir sind keine Ahnung, was das für Sachen sind, Tourniquet. Also eine Tablette, ich kaufe mir oft noch eine. Nur für den Fall der Fälle. All in good health. Aber wir sind auf jeden Fall gerade in der absoluten Heilung, was Infektion und alles betrifft. Gott sei Dank. Und ich habe, glaube ich, noch ein paar Taler für Tasche. Oder habe ich die gerade alle ausgegeben? Jetzt hat er die Karte bezahlen. Ich glaube, ich habe die bar bezahlt. Habe ich jetzt bar bezahlt, die Scheiße? Keine Ahnung. Jetzt habe ich hier aufgepasst. Und für den habe ich auch noch ein bisschen Müll. Aber wirklich nur Müll. Wenn wir hier in ein Auto reingucken, wir finden noch mehr Müll. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Also unter 50% kauft der erst gar nicht, der Halunke. Feuerzeug. Nadeln behalte ich auf jeden Fall. Fernglas, nix wert. Ricket Hoodie brauche ich, weil mir so kalt ist hier. Let's see what you have. Okay, ich trottel, vergesst wieder das auf die Bank direkt zu schmeißen. Make sure to stop. No loitering. Either buy or get lost. Oh, eigentlich Blödsinn jetzt, ne? If you want me to buy that, you better give me good price. Ich hab Bargeld gekriegt. Vielleicht geht das mit dieser einfachen Karte gar nicht. Welcome to the most secure place on the island. Ja. Was jetzt schon mal eingezahlt? Heilung? Guck euch mal an, was für eine lange Liste. Boah, kann man. Ich hätte meine Liste scrollen. Immunsystem ist bei 5000. Das heißt, die zweite Tablette wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee gewesen. Bei über 5000 geht das eh nicht. Wir nehmen auf jeden Fall aktuell Schaden. Wo ich denn geparkt? Meine tollen Schuhe. Ja, im Auto heilen wir ja ganz genüsslich, wenn wir jetzt erstmal wohin fahren und Pause machen. Mit ihr. Abgeschlossen ist die Karre. Der einzige Sinn und Zweck. Ein bisschen Schrott verkaufen. Und es gibt einzelne eine. Der Händler, der weiß Bescheid, wie er sein Geld verdient, ne? Einzelne Pillen, die man finden kann. Okay, das ist mir neu. Noch habe ich so eine massive Bildstörung.
Blickfeldstörung. Nein, komm, 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 komm. Och. Nervt so derbe, ne? Ist immer egal, welche Richtung man rollt. Was? Ich fahr vor dem Baum natürlich. Wir haben eine ein bisschen wärmere Zone. 79 HP. Da brauchen wir immer noch nicht vorsichtig fahren. Ach, aber vor allem Vorfahren auch nicht. 80 HP, aber kriegen HP wieder. Oh, ist das schön. Die zweite Tablette war vielleicht keine schlechte Idee. Und ich dachte gerade, ich fahre völlig umsonst zum Händler. Und kann die gar nicht kaufen, ja? Das wäre es ja gewesen. Genau, da kommt ein schönes Zickzack runter. Da parken wir bei Mona Lisa. Meine erste Hütte. Ach. Ja. Ey, fahr jetzt hier nicht Zickzack, bin ich blöd. Mann. 81 HP. Wumm. Geht doch. Oh, ja klar, von den einen Baum wieder. Mein Gott, was ist das ein Zickzack hier? Okay, ihr seht immer im Streams ja auch immer, wie schlecht die anderen fahren. Also ich habe da kein schlechtes Gewissen mehr. Und... hui! Aber irgendwann gibt es wieder Damage. Dann ist nicht mehr gut Kirschen essen mit den Fahrzeugen. Wenn ich so weit gefahren bin, kann ich auch bis zu meiner kleinen Pipi-Hütte fahren, oder? Was jetzt? Bin ich ja, ich bin ja so gut wie zu Hause. Denn das war ja mal meine Hütte hier. Und ordentlich ausgebaut. Das ist auch, warum wir so ein nettes Geschenk bekommen haben. Schlechtes Gewissen. Aber alles gut. Meine Wunden infizieren sich, sagt sie wieder. Wir haben noch eine Pelle übrig. Alles gut. Kein Wasser, kein Wasser, kein Wasser. Okay, das kann nicht wahr sein. Wie kann man sich so viel überschlagen? Eine Pille danach. Und dann sind wir gleich wieder bei unserem riesen Hütchen. Wow, ganz schöne Runde gemacht heute mit dem Auto, ey, und zu Fuß. Gar nicht mal so übel. Und wie gesagt, das ist ja nur die improvisierte erste kleine Hütte zum, also Unterschlupf, ne?
Und jetzt gleichzeitig noch mobil dabei, ein Träumchen. So, ah. Oh. Erstmal ganz kurz gucken, was Infektion macht. Wir sind auch noch dreckig und alles, dann ist klar. Wir müssen auf richtig heftiger Loot-Tour gehen. Okay, Infektionen sind immer noch da. Das heißt, gut, dass ich die Pille gekauft habe. Oder vielleicht schlecht. Vielleicht doch nicht gut genug gewesen, nicht genug. Da mein Immunsystem schon wieder bei unter 5000, unter 1000 schon. Ach du Scheiße. Könnte nichts, das könnte passieren. Dass ich die Infektion gar nicht ausheile, ne? Machen wir mal am Liegen. Vielleicht geht das ja besser. Wenn man krank ist und sich hinlegt, ist es immer besser, oder? Immunsystem steigt massiv an, nimmt ordentlich Infektionen weg, aber die Infektion wird wiederkommen. Hätte mir noch mehr Pillen besorgen müssen. Diese anderen blutenden Verletzungen werden verschwinden, hoffentlich. Auch die sind noch infiziert. Immunsystem steigt weiter. Aber man kriegt zu wenig abgezogen. Ist nicht gut. Ich sehe mich schon wieder zum Händler fahren müssen. Minimal geheilt und dann infiziert sich's neu. Mir bringt das auch noch ein bisschen was mit. Oh, die Tablette, die wirkt schnell und stark. Muss man schon sagen. Vier. Das ist die erste, die verschwindet. Ich weiß nicht, ob die Infektion dazu auch noch darunter verschwindet. Das dauert noch so lange. Ich gehe eher davon aus, dass die Pille gleich aufhört zu wirken und ich mich wieder neu infiziere. Ich hätte mal mehr holen sollen. Sieht gerade gar nicht gut aus. Aber das, oh ne, das sind viel zu viele Prozent. Die Antibiose geht nämlich schon wieder, geht sie schon wieder rückwärts, das Immunsystem. Das müsste ich aber hinkriegen. Aber das ist immer die Verletzung und das ist davon die Infektion. Die Verletzung, diese Infektion. Deswegen ist die auch schon viel weiter. Oh, da ist noch ein bisschen was draufgekriegt auf dem Immunsystem. Durchs Liegen wahrscheinlich. Durchs Ausruhen. Gut. Ich mache noch einen Cut und warte ein paar Minuten. Okay. Kommen wir zum Abschluss des heutigen Videos von Survival mit Steffi. Hat nicht ganz funktioniert, wie ich mir erhofft habe. Meine Antibiose geht gerade zurück. Ist bei 3000% nur noch das Immunsystem. Und das ist noch viel zu viel. Eine werden wir geheilt kriegen. Das ist die hier. In ein paar Sekündchen ist die hier auch weg. Zack. Ist dadurch ja mit leicht Krankheitserreger noch hier. Kann auch noch scrollen. Also es ist noch genug da. Sind immer noch zu viele Wundkeime. Aber mein Immunsystem wird schwach. Aber die Kontamination geht zurück. Ja, die Wunde infiziert sich schon wieder. Dürfte doch gar nicht passieren.
Oder die heilt gerade, ne? Das kann sein. Die Krankheitserreger ja raus sind. Externe Krankheit, Wundkeime. Ich meine, Kleidung, die so schmutzig ist vielleicht. Sollte sie nackt dort liegen? Ist vielleicht besser? Schlüpper auch, alles dämlich, ist aber so. Kalt, ob das wirklich hilft? Ja, die ist schon wieder infizierend. Oh Gott. Das hat nicht geholfen. Zwei ganze Pillen haben nicht geholfen. Oh je. Naja, gut, dann können wir es auch wieder anziehen. Boah, ist das ein Klappergestell. Guten Schuhe. Oh, wird schon die gute Hose hier. Rucksack auf dem Buckel. Ricket Pulli. Da müssen wir noch mehr Pillen kaufen gehen. Ach du Jemini. Seife habe ich leider nicht zum Putzen. Na gut. Sie macht einen Rest auf einmal. Warum? Auch immer. Friert jetzt nicht mehr. Und die Infektionen sind wieder da. In vollen Zug. Alter Schwede. Okay, da wissen wir, was wir zu tun haben in der nächsten Folge. Bis dann.